Das Gamescamp in drei Worten wäre für mich diskutieren, Spaß haben, Gleichgesinnte treffen. Meiner Meinung nach sollten andere zum Gamescamp kommen, weil es die Erfahrung wirklich wert ist, weil es sehr schön ist, seine Meinung mit anderen Leuten zu teilen, wenn man sich austauschen kann, weil man hier sehr viel Neues lernt. Aber vor allen Dingen, weil die Erfahrung, so ein Treffen zu haben über ein langes Wochenende mit so vielen Leuten, die das Hobby teilen, ist wirklich sehr faszinierend. Und man kann ja auch wirklich sehr viele neue Freunde finden, mit denen man dann sein Hobby teilen kann. Das Gamescamp ist seit 2011 der ultimative Bildungsurlaub für Gamer. Ein Wochenende lang treffen sich hier junge Gamerinnen und Gamer aus ganz Deutschland. Das Gamescamp ist ein Barcamp. Bei Barcamps stehen die Partizipation, das Know-how und das Engagement der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Sie selbst halten Vorträge, leiten Diskussionsrunden oder bieten Hands-on-Workshops an. In den letzten Jahren ging es um soziale, kulturelle oder ethische Fragen, aber auch um konkrete Games, technische oder ökonomische Themen. Das Gamescamp ist eine Plattform für Toleranz, Eigeninitiative und spannende Diskussionen. Klar, dass auch das Spiel nicht zu kurz kommen darf. Am Freitagabend findet die Welcome LAN Party zum Kennenlernen und Teambuilding statt. Bei der langen Nacht der Spielkultur am Samstag werden neue und innovative Spiele ausprobiert, auch aus dem nicht-digitalen Bereich. Das Gamescamp bedeutet für die Jugendlichen zum einen, wie ich schon davor erwähnt, dass sie zum einen sich nicht allein, aber auch gleichzeitig dadurch einstehen zu können für ihr Hobby und sich auch mal klar werden, okay, ich weiß eigentlich ganz viel und ich bin auch ein Experte in dem Bereich und sich das Wissen, diese Kompetenzen, die sich hier aneignen, auch bewusst zu werden. Also wir hatten eine Session zum Beispiel, da ging es heute um historische Hintergründe in Videospielen und dann haben wir anfangs diskutiert, okay, welche Videospiele kennt ihr denn, die in einem historischen Setting angesetzt sind? Und die Diskussion hat sich sehr schnell dazu entwickelt, dass schon Konzepte überlegt wurden, wie kann man denn Spiele im Unterricht mit einbringen? Das heißt, die Jugendliche haben sich hier Gedanken gemacht, wie sie ihren Unterricht für sich selbst interessanter gestalten können. Das heißt, auch wieder, sie merken, okay, wir haben da auch künstlerische Fähigkeiten, das Potenzial da, das wir mit einbringen können. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden. Und genau das findet hier statt. Sie werden, ihren Kompetenzen werden hier ihnen klar gemacht. Die Jugendlichen kommen zum Gamescamp aus unterschiedlichen Ecken und haben verschiedene Backgrounds. Damit sich das jeder leisten kann, ist das Gamescamp samt Anreise und Unterkunft kostenfrei. Ich denke, zum Gamescamp sollten Leute kommen, die sich für Spiele interessieren, aber auch gerne eben darüber reden, weil sie hier eben Gleichgesinnte treffen und sich austauschen können. Das Gamescamp findet seit 2011 jährlich statt. Es wird von einem einzigartigen Netzwerk von medienpädagogischen Einrichtungen organisiert. Ermöglicht wird es durch die Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung sowie jeweils wechselnder lokaler Partner wie den Sozialministerien in Nordrhein-Westfalen und Thüringen, dem Bayerischen Jugendring oder dem Medienboard Berlin-Brandenburg und der Stiftung Digitale Spielekultur.